Na, was soll man denn da machen? Don Kaulbarsch, Don Kaulbarsch, Don Kaulbarsch hüben, Don Kaulbarsch drüben, hier und da und überall fängt man immer mal wieder den Don Kaulbarsch. Hier soll er besonders gut gerade wieder gehen und es zuppelt auch schon wieder, also gucken wir mal rein. Randa an die Routen. Es ist fast 20 Uhr in Game und ja, in den letzten Nächten bzw. frühen Morgenstunden hauptsächlich habe ich hier in den letzten Tagen tatsächlich auch schon einige Dons gefangen. Don Kaulbarsch, der schwerste bisher, 215 Gramm. Es wurden allerdings auch schon einige Trophys gefangen. Gründlinge übrigens. Gründlinge, die suche ich eigentlich auch. Also Gründlinge, ich fange wieder mal Trophy-Gründlinge. In den letzten Tagen an den verschiedenen Spots schon wieder Trophy-Gründlinge gefangen. Ich fange immer Trophy-Gründlinge, aber mal was Vernünftiges, so ein Don. No way! Absolut nicht. Also, wo sind wir hier? Wer es noch nicht entdeckt hat und gesehen hat, ich bin hier natürlich am Windenbach. Don Kaulbarsch als erstes am Windenbach abhaken. Alles andere ist Schmutz. Don Kaulbarsch ist einfach am schwersten am Windenbach zu fangen. Wenn man da Level 40 plus ist und man hat noch keinen Don Kaulbarsch gefangen, ist das gar nicht so selten. Kann das durchaus passieren. So. Ich stehe jetzt hier also auf 99, man sieht es unten rechts in der Ecke, 99, 121, werfe schön hier über das Gras hier vorne, zack, quasi in Richtung von diesem Gebüsch, Le Büsch, und das Ganze geklippt auf 11 Meter. 11 Meter raus damit und ich verwende hier seit mehreren Tagen ein etwas wildes Setup. Da gehen wir natürlich gleich im Detail nochmal drauf ein. Mit zwei Ködern, einmal Mistwurm und oder zweimal Mistwurm, einmal Regenwurm, um einfach nochmal die Chance ein bisschen, zu erhöhen. Vielleicht ballert ja doch nochmal was auf den Regenwurm, auch wenn die meisten auf Mistwurm gefangen werden. Zuletzt ja schon im Livestream gezeigt, hatten wir hier drüben, wir waren ja zuletzt im Livestream auch hier auf dem Don, da drüben auf 108 werden die Dons auch gefangen. Das ist jetzt quasi der zweite recht gut und aktive Spot zurzeit. Heißt also, ich mache mal eben die Map auf, das ist hier Spot Nummer Uno. Also, wir sind hier vorne im Bereich von 3, Dreierlinie, F3 und G3. Das sind diese beiden Koordinaten. F3 bin ich jetzt hier gerade auf 99, 121. Und der andere ist hier ziemlich genau. Und dann geht es hier an die Kante, auf 8 Meter übrigens. Hier sind es 8 Meter, hier sind es 11 Meter. Was man auch auf 8 Meter machen kann, man stellt sich hier auf 110 und wirft auch auf ungefähr 8 oder 9 Meter aus. Hier befindet sich eine Muschelbank. Kann man auch mal machen. Einfach mal testen. Wo wir gerade bei der Muschelbank sind, hier befindet sich keine Muschelbank, soweit ich das weiß. Hier ballern aber nichtsdestotrotz ziemlich viele Muscheln rein. Und ja, was soll ich sagen? Zweimal Flusswandermuschel als Trophy ist hier auch schon gerade reingeballert. Heißt also für euch, wenn ihr noch die Flusswandermuschel vielleicht als Trophy sucht, durchaus auch eine Option. Einfach mal hier auf Flusswandermuschel mit Mistwurm. Und das war, glaube ich, auch mit Mistwurm, genau. Beide mit Mistwurm. 151, 152 Gramm. Ja, Don Kaulbarsch war natürlich auch schon mit dabei. In der letzten Nacht halt nur die etwas kleineren. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob da noch ein bisschen was Dickeres reingeht. 250 Gramm muss er mindestens haben.
Das Gute ist, oder so wie das Setup hier eingestellt ist, ist es so, dass es hier nicht auf hohe Frequenz geht. Also ich bin jetzt hier nicht darauf aus, alle Fische, die es hier in diesem Gewässer gibt, mit einer möglichst hohen Frequenz zu fangen, sondern ich möchte nur die Fische fangen, die, ja, ich sag mal, so gut wie keine Scheu haben vor dicken Vorfächern, etwas größeren Haken oder. Das heißt also, ich bin hier mit mächtig dicker Schnur und komplett übertriebenen Setup gerade unterwegs und verscheuche damit möglichst viel, was hier sonst noch irgendwie rangeht. Das Einzige, was halt hier reingeht, sind tagsüber, ja, hier die Barsche, die sind auch vor nix fies. Nasen gehen immer mal wieder rein. Rotaugen ab und zu, genau. Muscheln. Und ja, dann natürlich auch der Don, ne? Der Kaulbarsch. Also, zapp, ich zuppel nochmal eben. Und ja, jetzt heißt es gleich natürlich erstmal warten. Die effektivste Zeit war tatsächlich so ab 3, 4 Uhr ungefähr, tendenziell immer in den Morgenstunden. Bedeutet also für euch, wenn ihr frisch einloggt gerade ins Game und ihr habt ihr irgendwie, ich sag mal, von der Uhrzeit, es ist gerade dunkel und es ist noch nicht 3, 4 Uhr morgens, durchaus eine Option, sich hier einfach nochmal schnell hinzubegeben, einfach mal eben rüberreisen. Kostet ja nichts die Reise hierher und dann mal eben schnell testen. Vielleicht ist es auch nur für eine Viertelstunde und ratzfatz zieht man dann hier was raus. Also, eine Möglichkeit hier, andere Möglichkeit hier auf 108. Das sind die beiden aktuell gut laufenden Spots. Vom Setup her gucken wir mal eben rein. Gehen wir mal eben auf das hier. Und da fängt es auch schon an zu bimmeln. Also, das Setup hier, einmal 12 Kilo Mono Hauptschnur. Ich habe ein sandfarbenes Blei genommen. Sandfarbenes Blei. Und dann habe ich hier dickes, fettes jetzt gerade. Ich hatte sonst immer 31 Kilo. Jetzt ist sogar 36 Kilo Vorfachsmaterial geflochtene Schnur. Im Detail, ja, 0,46 mm dick. Also ein richtiges Seil, was hier im Wasser liegt. 18er Haken, Mistwurm. Das ist die Kombination hier. So lübt es auf der Rute. Zack. Hier bin ich ein bisschen kleiner dran. Hier sollte der 22er sein. Genau, hier ist der 22er Haken. Ich habe hier den 22er Haken verwendet, der so ein bisschen ausladender ist, ein bisschen breiter rüberkommt. Vielleicht wirkt das nochmal ein bisschen besser. Und ja, ansonsten alles genau gleich aufgebaut, ne? Mistwurm und Co. Raus damit also wieder hier schön auf 11 Meter. Zack. Perfekt. Wenn jemand Aaland reinballert, ne? 1,2 Kilo, weiß der Geier was, überhaupt kein Problem. Drittes Setup ist dann wie folgt aufgebaut. Auch hier 18er Haken, wieder der etwas ausladendere Regenwurm jetzt hier drauf. Und damit schließt sich dann der Kreis. Das heißt, wir haben zweimal Mistwurm, 18er Haken, 22er Haken, mal ein bisschen kleiner. Und einmal hier auf 18er Haken und Regenwurm für den Don. So, jetzt heißt es abwarten. Vielleicht ballern ja noch mehr Muscheln rein. Ich sag mal, alleine muschelmäßig hat es sich schon gelohnt. Don Kaulbarsch, wie gesagt, bisher noch nicht so viel. Fluss, Wandermuschel, schmeckt. Zwei Trophies, schmeckt natürlich richtig gut. Die Flussmuscheln gehen auch zwischendurch mal mit rein. Das ist auch schon mal richtig gut. Und dann brauche ich auch noch zwischendurch ein paar Gründlinge. Die muss ich dann irgendwann, wenn sie passend sind, von der Größe auch noch zu Köderfischen verarbeiten. Die will ich später auch nochmal nutzen. Also, jetzt heißt es erstmal kurz warten bis ungefähr 3, 4 Uhr und dann sollte das Gebimmel wieder richtig losgehen. Ja, es geht in Richtung 3 Uhr. Die erste Muschel ist gerade schon wieder reingegangen und es zuppelt direkt wieder los. Warum denn das Ganze jetzt nochmal mit den dicken Vorfächern? Ganz klarer Fall. Wenn man hier mit super dünner Schnur steht, hat man eben auch eine heftige Frequenz, aber eben auch alles, was hier so kreucht und fleucht, geht eben rein. Das heißt, man hat eben, ja, eigentlich verscheucht man gar nicht das, was man auch eigentlich nicht will. Und das ist eben jetzt der Grund. Wir verscheuchen
ganz viel von den Fischen, die man nicht will. Und da der Don Kaulbarsch eigentlich vor nichts fies ist, sieht man auch immer wieder ganz schön am Donnetz. Da ballert der mal rein auf den Tauwurm oder sowas. Tauwurm, 12er Haken mindestens. Heißt also, tja, so ein Don Kaulbarsch, der ballert halt auch schon mal auf komplett miesen Setup rein. Es muss einfach für den Fisch gerade passen. Und ich denke, es ist eben deutlich wichtiger, dass vielleicht die Temperatur passen. Einfach, dass das Wetter vielleicht irgendwie gut ist. Und dann lübt das halt schon eher. Und für alle anderen Fische ist es so, wir sind quasi mit dem Setup, was wir hier jetzt gerade so nutzen, komplett unattraktiv. Ja, auch da ballern natürlich mal immer wieder auch solche Kandidaten rein. Aber die Anzahl der Fische ist halt deutlich geringer. Und der Riesenvorteil ist, die Anzahl der Don Kaulbarsche geht eben dadurch höher. Denn der Köder liegt ja viel länger im Wasser und wird von den meisten Fischen quasi gar nicht attackiert. Beziehungsweise kurz angeguckt, der haut wieder ab. Viel zu katastrophal das Setup. Und weg ist der Fisch. Dann ist sofort wieder Zeit für den Don. Der kann anschwimmen, denkt sich, boah geil, Alter, ein Wurm, den snacke ich mir mal weg. So, und so ist einfach der Vorteil jetzt, oder das ist halt der Vorteil an diesem übertrieben großen Setup. Irgendwas hat hier gerade noch kurz gebimmelt. Ja, und jetzt ist eigentlich so genau die richtige Uhrzeit. Es wird langsam hell. Ich buddel hier einfach schön die ganze Nacht über, zwischendurch ein bisschen was snacken. Zack, mir schön ein paar Würmer und so weiter hier schön ausbuddeln. Und ja, so kann man dann auf entspannt die Nacht verbringen. Es ist, wie gesagt, keine hohe Frequenz. Also nicht wundern, das hat nichts damit zu tun, wie ich sonst die letzten Jahre eigentlich hauptsächlich so auf den Don oder einfach hier am Windenbach geangelt habe. Immer mit super feinem kleinen Setup, immer auf maximale Frequenz. Hier ist es jetzt wirklich so, versuchen alles, was nicht Don ist, auszuschließen, zu verscheuchen, um eine erhöhte Chance zu haben, dass der Don dann doch draufrasselt. Ja, 4 Uhr haben wir. Es kann so langsam losgehen. Gucken wir mal, es kann jetzt so bis ungefähr 9 Uhr, kann das jetzt noch so einigermaßen gut laufen. Und auf einmal merkt man, dann gehen vielleicht nochmal ein bisschen andere Fische rein. Da kommt auf einmal ein Gründling mit rein und so oder sowas. Und dann merkt man, dass so die Tagesfische dann auch irgendwann aktiv werden. Nichtsdestotrotz ballert eben der Don auch ab und zu mal ruhig auch, sag mal, so in der Mittagszeit schon mal mit rein. Kann also auch durchaus passieren. Machen wir also nochmal einen kurzen Break und dann gucken wir mal, ob hier gleich noch was reinrasselt. Zack, 8 Uhr morgens, bisher noch kein Don. Jetzt wollen sie natürlich nicht mehr. Ich habe gerade im Chat schon geschrieben, Alter, zack, eine Trophy, noch eine Muschel-Trophy. Wie soll denn da auch noch der Don reinballern? Es ist ja 8 Uhr und ich muss sagen, Muscheln allen ohne Ende, Muscheln ohne Ende, also lübt. Don, wie gesagt, war in der, ja, in der Nacht zuvor, Flusswandermuscheln, tja, 2 Trophys und noch ein paar kleine Barsche, ja, kann ich ein paar Köfis machen, Flussmuschel auch, Gründlinge noch nicht so wirklich viele und so weiter und so weiter. Kleinkram ist natürlich auch mit dabei. Im Großen und Ganzen ist es das jetzt hier. Ich werde natürlich noch weiter hier einfach stehen bleiben, auch bis in die nächste Nacht. Das wird schon irgendwann laufen. Daumen da lassen fürs Video, wenn es dir gefallen hat. Kanal abonnieren, wenn es dir geholfen hat. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.